Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Ich bin G und Kevin und ich sind zurück aus dem Urlaub. Wir waren zwar getrennt im Urlaub, aber zur gleichen Zeit, also waren wir theoretisch zusammen im Urlaub. Und heute habe ich eine ganz besondere Sache, nämlich eine Herzensangelegenheit. Es geht um Aperol. Aperol ist meine absolute Lieblingsspirituose und ich weiß nicht, ob es die Farbe ist, ob es der Geschmack ist, ob es diese Mischung ist oder einfach der Vibe, wenn man im Sommer draußen sitzt und Aperol trinkt. Aber ich liebe es einfach. Egal, ob es im normalen klassischen Spritz ist oder als Mule oder sonstiger Cocktail. Mir gefällt eigentlich fast alles, was man damit macht. Und ich glaube, es gibt fast keinen Ort in Europa, wo man hinfahren kann und wo es kein Aperol gibt. Egal ob in einem Restaurant oder in einer Bar. Überall findet man eigentlich die Spirituose. Deswegen ist es auch so nice, wenn man es mag, weil man kriegt überall seinen Aperol-Spritz. Doch was steckt eigentlich hinter dieser weltbekannten Spirituose? Aperol kommt aus Italien und ist ein Aperitif. Ein Aperitif ist ein Getränk, das meist alkoholisch ist und es wird vor dem Essen getrunken, um den Appetit ein wenig anzuregen. Und unter anderem werden Aperitifs in der Gastronomie dazu verwendet, um die Wartezeit bis zum Servieren zu überbrücken. Auch wenn es wahrscheinlich viele vermuten, besteht Aperol gar nicht nur aus Orangen, sondern es sind sehr viele andere Zutaten mit drin. Rhabarber, Chinarinde, gelbe Enzian, Bitterorangen, so wie es vermuten lässt, und viele weitere Kräuter, was diesen einzigartigen Geschmack auch ausmacht. Aperol gibt es mittlerweile schon über 100 Jahre und das lässt sich zurückführen auf die Barbieri-Brüder, die 1912 von ihrem Vater ein Likörunternehmen geerbt haben. Die zwei Brüder Luigi und Silvio haben von da an 7 Jahre lang an der Rezeptur gefeilt und brachten dann 1919 den Aperol auf den Markt. Von da an ging es dann steil bergauf und über die Jahre wurde Aperol weltbekannt. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich fast kein Land mehr, wo man Aperol nicht gerne trinkt. Und spätestens nach seinem ersten Italienurlaub ist man, glaube ich, verliebt. Also ich glaube, das war genug zur Geschichte vom Aperol und wie sich der Geschmack zusammensetzt. Kommen wir zu den Rezepten und wir haben was Besonderes. Wir zeigen zum einen den klassischen Aperol-Spritz, den wahrscheinlich alle schon mal probiert haben. Aber darüber hinaus zeigen wir euch noch 3 einzigartige Cocktails, die ihr vielleicht noch nicht mit Aperol gesehen habt. Wo es sich auf jeden Fall lohnt, die nachzumachen, weil die schmecken mindestens genauso gut, wenn nicht sogar cooler und besser. Also fangen wir an mit unserem All-Time-Favorite und zwar dem Aperol-Spritz. Für den Aperol-Spritz brauchen wir, wie der Name schon sagt, erstmal Aperol. Dann, damit es ein Spritz wird, brauchen wir ein Sekt, Prosecco oder wie wir hier haben, ein Cremant und Sodawasser. Zur Deko bräuchten wir dann noch eine Orangenscheibe oder Spalte. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch ein Weinglas oder irgendein Glas, was ihr da habt, was relativ bauchig ist, mit Eis. Also wenn ihr euer Glas habt, dann braucht ihr euren Sekt, Cremant, ihr könnt sogar Champagner benutzen. Hauptsache ein Schaumwein. Das geben wir jetzt in ein Glas. Wir machen es ungefähr ein Drittel voll. Darauf kommt jetzt ein Schuss Sodawasser oder Mineralwasser, irgendein sprudelndes Wasser, was ihr zu Hause habt. Und zu guter Letzt 4 bis 5 cl Aperol. Das könnt ihr auch mit Augenmaß machen, aber ich wollte es jetzt hier mal richtig machen. Es gibt auch Rezepte, wo der Aperol zuerst reinkommt. Ich würde euch aber empfehlen, das zum Schluss zu machen, weil Aperol die schwerste Zutat ist und sich somit fast von alleine schon verrührt. Das Ganze garniere ich jetzt nur noch mit so einer Orangenscheibe. Und fertig ist der perfekte Aperol-Spritz. Mein absoluter Lieblingscocktail. So, das war jetzt der Klassiker. Jetzt kommen wir zu dem ersten Drink der besonderen Aperol-Drinks. Und zwar dem Aperol Negroni. Dafür brauchen wir, wie der Name schon sagt, erstmal Aperol. Dann ein Gin eurer Wahl. Wir haben jetzt hier den vom Berliner Brandstifter. Und einen süßen Wermut. An der Stelle groß Dankeschön an Conalco, die uns diese Flaschen zur Verfügung gestellt haben. Beim Negroni ist besonders, dass der Drink nicht geshaked wird oder aufgefüllt wird, sondern der wird gerührt. Dafür brauchen wir, wie der Name schon sagt, ein Rührglas. Das haben wir hier. Da kommt jetzt eine gute Portion Eis rein. Das anschließende Rezept ist relativ einfach. Nämlich wir brauchen von jeder Spirituose jetzt 3 cl. Das heißt 3 Aperol, 3 Gin und 3 Wermut. Wir fangen jetzt mit dem Aperol an. Anschließend 3 cl Wermut. Ich nehme jetzt hier erstmal die dunklen Spirituosen bzw. die farbigen, damit ich gleich mit dem klaren Gin den Jigger ausspülen kann. Und jetzt zu guter Letzt kommt der Gin, davon auch 3 cl. Ich warne euch jetzt schon mal vor, der Negroni ist meistens ein relativ starker Drink. Durch den Aperol ist der auch relativ süß jetzt hier diesmal, weil normalerweise kommt dort Campari rein. Aber ich glaube, den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das Ganze rühren wir jetzt circa eine Minute, damit das Eis taut und sich Schmelzwasser bildet und der Drink ein bisschen leichter wird. Also wenn du ihn noch leichter haben willst, kannst du ihn länger rühren. Wenn wir jetzt fertig gerührt haben, dann brauchen wir einen Strainer oder einen Julep-Löffel. Den Julep-Löffel habe ich jetzt gerade nicht gefunden, aber so ein Strainer tut es auch. Und einen Tumbler, wo wir schon Eis drin haben.
Und jetzt seihen wir den Drink einfach nur noch ins Glas ab. Man sieht hier diese mega kräftige orangene Farbe. Er sieht auf jeden Fall super lecker aus. Ich habe hier noch so eine Zeste vorbereitet, das ganze Garnelmilz damit. Die drücken wir vorher einmal aus, dass wir dieses Aroma haben. Die drehe ich dann noch ein und schmeiße damit ins Glas. Und fertig ist der Aperol Negroni. Wir probieren das Ganze mal. Ich bin zwar kein Negroni-Fan, so wie Kevin, aber dieser Negroni ist wirklich nice, weil er ist nicht zu stark, nicht zu kräftig wie der andere. Der andere ist ja schon sehr dominant. Hier kommt die Süße vom Aperol und vom Wermut gut durch. Der Gin geht auch nicht unter. Den müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen, wenn ihr Negronis liebt. Das ist eine coole Alternative und vielleicht so ein Einsteiger-Negroni. Der nächste Drink ist, glaube ich, ein Drink, der ihm jeder schmecken wird. Und zwar ist es ein Aperol Sour. Aber kein klassischer Sour, sondern mit einer kleinen Abwandlung. Dafür braucht ihr, wie schon vorhin, Aperol, etwas frisch gepressten Zitronensaft, etwas frisch gepressten O-Saft, ein Eiklar, das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr es nicht haben wollt, oder ihr benutzt Aquafaba, das ist die Flüssigkeit aus Kichererbsen, das wäre eine vegane Variante zum Eiklar, damit ihr trotzdem so eine coole Schaumkrone hinkriegt. Dann braucht ihr einen Shaker. Jetzt kommt zuallererst 6 cl Aperol in den Shaker, gefolgt von 3 cl Zitronensaft. Jetzt noch 2 cl O-Saft. Ich würde euch immer empfehlen, die Säfte frisch zu pressen, weil dadurch kriegt ihr einen viel geileren Geschmack im Cocktail hin. Und zu guter Letzt das Eiklar von einem Ei, das ist natürlich optional. Falls ihr das Eiklar kauft, könnt ihr so 2 bis 3 cl nehmen, falls ihr es abmessen wollt. Das Ganze shaken wir jetzt einmal dry. Dry heißt, dass wir es ohne Eis shaken. Das sorgt dafür, dass das Eiklar sich einmal schön aufschlägt. Wenn wir fertig sind mit dem Dry Shaken, shaken wir es einmal auf Eis, damit sich der Drink ein bisschen runterkühlt. Aber jetzt kommt erstmal der Dry Shake. So, wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt einmal dry geshaked und dann noch einmal auf Eis geshaked, um den Drink runterzukühlen. Jetzt brauchen wir, wie vorhin schon, einen Tumbler mit Eis und einen Strainer. Und den Drink seiden wir jetzt in den Tumbler ab. Ihr seht schon, wie beim Drink davor, diese geile Aperol-Farbe. Und jetzt braucht ihr ein bisschen Geduld, je nachdem, wie stark ihr shaked. Denn der Schaum braucht seine Zeit, bis er rauskommt. Das Ganze garnieren wir jetzt hier mit so einer Orangenspalte. Und fertig ist der Aperol-Sour. Wir probieren das mal. Ein geiles Ding. Man hat oben diese Cremigkeit vom Eiklar, man hat unten dieses schön zitruslastige mit dem Zitronensaft, mit dem O-Saft. Schmeckt sehr ausgewogen, gar nicht stark, also sondern eher fruchtig süß. Aber jetzt kommen wir zum Drink Nummer 3. Der letzte Drink ist der Italian Gypsy. Dafür brauchen wir mal wieder Aperol, frisch gepressten O-Saft von vorhin und im eigentlichen Rezept braucht man Champagner. Wir sind leider broke. Also können wir uns Champagner nicht leisten, deswegen müssen wir den Cremant vom Spritzvoll benutzen. Ihr könnt aber auch Sekt Prosecco benutzen, Champagner, was ihr da habt. Es funktioniert genauso und es wird wahrscheinlich genauso gut schmecken. Für den Italian Gypsy brauchen wir zuallererst ein Glas, wo Eis drin ist. Da rein kommen jetzt 4 cl Orangensaft. Jetzt füllen wir das Glas mit dem Sekt Champagner Cremant Prosecco auf. Jetzt kommt die letzte Zutat, und zwar Aperol. Davon brauchen wir 4 cl. Ich glaube, das ist dann noch die ganze Flasche. So, jetzt 4 cl Aperol. Das Ganze rühren wir jetzt einmal leicht durch, damit bloß nicht die Kohlensäure verloren geht, aber sich der Drink trotzdem zusammen verbindet. Zum Schluss kommt jetzt noch ein Trinkhalm mit hinzu. Und fertig ist der Italian Gypsy. Probieren wir das Ganze mal. Schmeckt cool. Schmeckt ein bisschen wie ein Pro Mimosa. Schmeckt wirklich sehr gut. Kevin, den musst du gleich mal probieren. Ich glaube, vielleicht ist das sogar mein Winner heute. Weil er so simpel ist und trotzdem so gut schmeckt. Mach den auf jeden Fall mal nach, weil es ist so einfach. Bisschen O-Saft, ein Sekt, ein Aperol. Ist auf jeden Fall eine geile Alternative zum Aperol-Spritz, den man sonst immer kriegt. So, das waren sie alle, unsere Aperol-Cocktails. Ich hoffe, wir hatten was Cooles für euch dabei, etwas, was zu euch gepasst hat. Wir haben probiert, ein möglichst großes Spektrum aufzubauen, von sehr stark, vielleicht etwas für Herren, bis hin zu was Leichtem und Coolem. Macht diese Drinks auf jeden Fall nach, es lohnt sich und die sind mega einfach. Also man muss ja wirklich nicht viel zu Hause haben. Wir haben vielleicht 5 Zutaten oder 6 Zutaten insgesamt benutzt. Schreibt uns dann auch gerne, wie sie euch geschmeckt haben. Schickt uns die Bilder bei Instagram oder bei Discord. Schreibt uns auch gerne, welche Spirituose ihr mal gerne auf diesem Kanal sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.